Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard im Snapping DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, wir gehen weiter in der nächsten Folge, ne? Oh. Gehen noch da vorne durch, dann mit Drescher links. Ja, weil er voll ist. Also rum hier. Weiß gar nicht, was schneller geht, im Kreis fahren oder Bahnen? Ich glaube, Kreisfahren. Zweimal im Kreis und dann Bahnen. Mit Kreisfahren geht, glaube ich, sogar schneller, weil ich halt nicht wenden muss. Macht sie zwar nicht viel, glaube ich, aber ein bisschen was. Will ich gar nicht so sagen. Hm. Aber wenn du wieder gedreht hast und eine neue Bahn drin, dauert es dann doch schon ein bisschen da. Aber immer noch nicht das neue Update von Alpine draufgezogen, ne? Nee. Egal. Muss ich mir mal aufstellen oder dran denken. Ich weiß gar nicht, was neu ist. Wahrscheinlich halt irgendein kleiner Bug, der halt gefixt wurde. Kann ich mal geschätzt sagen. Ich denke, das weiß ja der Beifahrer-Bug vom Zug. Weiß gar nicht, ob das ist, weil das ist ja ein separater Mod, so. Ich glaube nicht, dass die da was machen. Das ist ja kein Bug richtig, sondern das ist glaube ich, geht auf jeder Karte, wo halt dann Zug ist. Ich glaube schon, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, weil ich weiß, wenn es jetzt einen Bug mit dem anderen Mod gibt, glaube ich jetzt nicht, dass da Giants dann was macht. Sein weiß ich nicht. Also weit jetzt, ich weiß nicht. So. Dann hier können wir auch Radio wieder anmachen. Hier Spotify. Ich wunderbar. Copyright freie Musik. Vom eigenen Radio falsch. Ist aber immer noch Pop, also alles gut. Nur der Name hat sich geändert. Und ein bisschen die Lieder, aber. Hi. Damit haben wir 70 verschiedene Lieder oder so. Pop oder Pop, was? Was? Nix. Okay. Hab nix gehört. Nicht schön. Nee, bin ich schön. Auf so Pop schreibt man mit einem P, aber okay. Egal. Und da fehlt's I. Ah, okay. Das artet schon wieder in eine Richtung aus, um Zähne in der Nacht. Nee. Ich habe halt immer noch mein Ventilator an, nicht? Ich habe jetzt meine ausgemacht, weil ich nicht sicher bin, ob das man in der Aufnahme hört und wenn da jetzt gleich ein Rauschen im Hintergrund ist. Ah. Scheiße. Kann ich schon mal in der halben Folge anlassen und dann wieder ausschalten. Oder relativ zum Schluss. Aber momentan ist ihr seid relativ cool momentan. Das Fenster ist zu gut. Sonst kommen wieder die ganzen Schnacken rein und dann. Ja. Ganz kritisch. Problem. Ich hab
Gitter dran. Ich schau mal, wie viel Gras draußen hat. Ich weil glaub, je nachdem, dann mache ich den Stahl auf oder lass zu. Glaube ich immer noch 20 Grad mindestens. Ja, es soll gerade nicht unter 20 gehen. 24, ja, geht wenigstens. Oder also, gehen 24 Grad? Ja, ich glaube schon. Für die Leute, heute ist der 18. Also, wo die Folge aufnehmen. Weiß gar nicht, wie die Folge wird so eine Woche später. Alter, heute war vorhin eine Hitzewelle, ne? Oh ja, du. Ich habe halt, ich habe hinten frisch aufgebaut. Junge, da hatte ich, hab's Thermometer noch gehängt, da hat's 40 Grad, das ist so ein Notzack. Da haus wir uns ein Leck. Wir haben Fleisch zerlegt. Im Auto. Aber, haben wir Fleisch transportiert. Uha. Nichts Kühlwagen. Ha mei, ne? Du musst halt ein paar Kühlakkus reinballern. Was für Kühlakkus? Hm? Was für Kühlakkus? Wir haben viermal lang voll der Stufe eingeschaltet. Ja, da knallt mir doch Kühlakkus drin. Nee, keine Kühlakkus. Hä? Irgendwann lag uns das Auto vorher laufen lassen, dann bis das Auto runterkühlt, weil es halt in der Sonne gestanden ist. Ja, aber trotzdem. Wenn man Fleisch transportiert, knallt man doch immer Kühlpakete mit drin. Nein. Hab ich noch nie mitbekommen. Hä, doch. Normalerweise transportiert man Fleisch mit einem Kühlwagen. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zu Einkaufsmarkt XY gehe und mir Hackfleisch oder so hole, dann knall ich das. Ja, das ist ja wieder was anderes, Flo. Ja, wieso Fleisch ist Fleisch? Ey, kaufe mal Kühlpads oder Kühlakku für Akku ein. Da wo? Die in vier Viertel aufgeteilt ist, da wo ein Teil vielleicht so 800 Kilo wiegt, da wo ein Teil vielleicht 150, das andere keine Ahnung 200 wiegt. Du musst halt ein paar Kühlakkus drin knallen. Für 20 ja, Stück. Genau. 14 Stück. Das Teil ist höher als ich. Also größer als ich. Ja, mei, du, ne? Brauchen wir doch mehr als 20. Pack mich mal mit 20 Kühlakkus ein. Ja, ne, Chef. Ja, du, ne? Boah, yo, das wäre aber richtig Ding. Wenn es so im Sommer richtig heiß ist, einfach auf deinen Stuhl Kühlakkus draufknallen und dich draufsetzen mit einer Decke. Perfekt. Dann friert der Arsch ab, Alter. Ja. Weil sonst kann ich da oben nicht schmähen. Da werde ich zwar noch eine Weile brauchen, bis ich da hinkomme. Aber. Oh. Mit dem Pelz dann langsam auch nachher tanken, ne? Ich bin noch voll. Kann vielleicht auch dran liegen, dass ein neuer Steuer ist, aber egal. Aber ich habe 23 Stunden drauf. Mhm. Ich hab 24 Stunden drauf. So, dann sind wir hier fertig. Dann geh. Sollen wir gleich zu. Nee, komm. Wir fahren zu den anderen. Die dicke machen wir am Ende, weil dann gucke ich auch, ob ich die. Ja, sehe ich dann schon, wie ich es mache. Ich habe nur noch ein Achtel Tank drin. Das reicht. Kennenmalen. Jo. Steuer. In meine Reserve, was? Der 6-Zylinder sauft dich zu viel. Nee. Ist doch nur ein Sauger. Der, wo nochmal um 150 PS mehr auftritt, ist also standardmäßig hat, aber da psch. So, fahren wir. Gibt's hier bei dieser Wiese? Oder, ja, gibt's hier eine richtige Einfahrt? Beim Shuttle mitgenommen? Nee, ne, ich fahr mal hier rein. Ist mir jetzt auch wurscht. Handy am Steuer. Ich hab meins gar nicht stumm geschalten, aber es dünnelt mich. Also, du? Meins hätte schon viermal dünnelt. Also ich hab mal nichts gehört. Ja, weil es leise ist. Also. Mal gucken, ob wir diesmal auch wieder in die Nacht reinkommen. Ich glaube schon. Wir sind ein bisschen früher dran als wir letztes Mal, glaube ich. Kann ja, sein. Komm. Die halbe Stunde da. Ja, du, ne? Ich hab mich ja komplett vergessen.
Die liegen halt überall noch Ballen. Ja. Ja, okay, halt aber man kann nichts sagen. Du hast die Ballen vergessen, ich habe eine schwarz vergessen, eine kleine. Und liegt auch ein Heuball, den muss ich dann auch noch holen. Also du kannst dran denken. Also, wie viele Ballen sind denn hier oben rausgegangen? Leck mich fett. Ja, das sind Haufen rausgegangen. Also das ist das Arsch. Du darfst den Bürger oder irgendein Gerät niemals vor den Drescher parken. Ja. Weil der Bürger steht direkt vor ihm und jetzt will er nicht mehr weiter. Fahr dann ab. Bürger abbringt. So, rum hier. Hat der Drescher den Bürger abbringt? Nee. Nee, das war mir der Vorsteher und gesagt, nee. Hilfe. Ey, was hast du denn jetzt, Kollege? Ich habe die extra weggefahren. Da ist ein Feld von uns. Aber. Oh, der ist einfach gegangen. Ich hab gesagt, nee, ich hab keinen Bock. Ich mach den jetzt im Vorgewende. Kannst du jetzt sagen, was du willst? Ich ziehe mir jetzt hier zwei Bahnen. Und dann hat das vielleicht leichter. Gut, du hast halt an der gleichen Wiese die Schwarz vergessen, ne? Ja, deswegen. Aber gut, ich hatte auch keinen Bock mehr danach zu sammeln. Ja, okay, wenn's Nacht war. In schwarze Ballen. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall diesmal früher damit pressen anfangen. Oder wir ändern die Farbe. Also, ich habe auch neue Folie gekauft, Lumini. Grüne. Was? Ja. Grüne? Ja. Oha. Oha, ja, da ist die Deire. Die dicken Deire, okay. Ja. Extra large. Und mein Spick. Und mein Spick. Ja, large. Ja, ich hab jetzt das Leer hier. Ja, ich glaube auch. Also. Ja, wenn sie ballen, ist ein Ball. Wie viel hast du schon drauf? Naja, ein bisschen über halb voll. 13. Einen über halb voll. Hast du im BG auch schon was reinkauen? Nee, oder? Ich bin gerade bei den Ballwagen hinzufahren und dann lag ich auf. Okay. Was zu klappen. So, drin hier. Und viel Spaß. Da steht ein Steier. Ja. Übers Mähwerk fahren? Nee, mach nicht. Nee, wahrscheinlich. Bin ich drüber gefahren, alles gut, jetzt führe dich nicht so auf, meine Frau. Ich hab nicht gemobbt. Doch, du hast schon gejagt, aber ich hab's genau gehört. Nee, ja, vielleicht doch. Nee. Ich weiß nicht, ob es schnell ist, ist mit dem Hof zu fahren. Nee, weil du musst wieder abbremsen, dann wieder oben, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich will abbremsen, ich knalle hier für 40 durch. Ja, aber du musst wieder eine steilere Hofreichfahrt hoch, dann wieder runter, oder kommt halt drauf an, wie du rum durchfahrst. Auf oben rum über die Serpentin-Dingensweg fahrst. Ja, gut, ich hatte. Unten. Ja, dann ist auf jeden Fall, glaube ich, direkt unten rum schneller als wie über den Hof. Nee, ich bin von oben kommen. Also von. Feld 2 bin ich auskommen, da weiß ich nicht, welcher Weg schnell ist. Über den Hof und dann runter. Weil ich habe bloß 2 km/h und da hoch. Achso. Ja. Ja, im Prinzip ist eigentlich wurscht. Wir arbeiten ja nicht auf Druck. Doch. Ja. Ich immer. Zeit ist Geld und deshalb werde ich. Okay, doch, wir schon. Momentan. Wir könnten Kühe kaufen. Ja. Wie viele Minuten haben wir in der Folge noch? Plus minus 10. Ja, sagen wir 6. Ich hol heute noch Kühe. Sagen wir 6, 7. Was Geld haben wir? Ich hol heute noch Kühe. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir müssen ein bisschen Kredit dann auch bei der nächsten Ding zurückzahlen, was wir auch einnehmen. Aber Kühe waren jetzt auch schon ausgemacht. Ja, komm. Kühe waren jetzt auch schon ausgemacht. Ich hol Kühe. Das Ding ist, Ballenwagen technisch schon mal nichts drauf, ne? Was ist technisch? Ballenwagen, Tiertransporter, aber da kann man ja den Kuhn nehmen. Oder? Kuhn? Oder Joskin. Joskin ist.
stimmt. Der Jude Joskin, ne? Der da ist ja voll, ja fast. Da, Bürer. Da ist er. Hier steht er, steht falsch rum. Man hätte sich aber auch denken können, ne? Dass der Junge wieder mal keinen Bock hat. Dann kommen wir mal her hier. Was geht denn mit euch ab, Alter? Hm? Ich hab ganz normal abgeladen, gell, so wie immer. Mit dem Ball? Auf einmal schießen die Ball seitlich weg. Nicht schön. Dann erstmal den Heuballen wegfahren. Ah, Drescher braucht auch schon bald wieder tanken. Eieiei. Ja, oh, halt. Wenn man ganz kurz bitte leer ist. Da ist ja 15,5, ich werde zu blöd. 25,7. Na, jetzt kommt auch wieder. Da rein. Sieht man dann. Mal schauen, ja, wie viel Gewicht der Torian hat und wie viel. Also. Hm. Eben tut er viel. Also der Torian. Aber viel. Aber wie viel Gewicht bringt er auf den Boden und beziehungsweise Leistung? Naja, weiß gar nicht, wie viel PS hat der. 200 irgendwas? Könnte hinkommen. Und man sieht nur die schwarze Rauffahne vom Steier. Junge, der ballert richtig raus, so. Ach, ging eigentlich voll klar. Vielleicht kann ich da ja mal ausmachen. Hm? Wenn wir nicht unnötig Diesel verschwenden, ne? Oh. Aber wenn wir Kühe holen, was wir uns halt dann auch noch kümmern müssen, ist die Futtermischung. Ja, den haben wir gleich drin. Ja, da haben wir ein paar von Anderson. Oder wollen wir die Anderson nehmen oder wollen wir Mod? Anderson. Hatten wir noch nie, ne? Den kleinen. Oder wir nehmen den Selbstfahrer von Giants. Der ist so teuer. Ich würde mal sagen, so ein Zweierachse Mischförderung, der da dann schon länger. Gut, 150.000 hätten wir. Ja, aber dann haben wir keine Kühe. Also du. Schwierig. Nee, nicht ballen. Die Haltung da. Der Standard für 50.000, den großen oder halt. Die kleinen von Anderson für 70.000. Sind die so teuer, die Futtermischung? Gut, es passt 23.000 Liter rein. Ja. Und das ist ein 2 Schneckliger. Und wie viel kostet der? 70? 70, ja. Ja, da haben wir immer noch knapp 100.000 für Kühe, also. Können wir schon machen. Hab gekauft. Ich habe ja schon gedacht, so. Es lag kurz irgendwas, aber es war jetzt. Ja, dann haben wir genau davon. Nee, das Lecken war vorher, dass ich in den Händler rein bin. Nee, da wo ich genau, wo ich gekauft habe, schaust kurz auf mich, zack. Kurz pausiert. Ach, warte, was du über laberst, Mann. Du, wenn ich im Konfigurationsmenü bin, du bist. Was magst du denn schon wieder das Lecken? Gar nicht wahr. Nee. Aber ich darf zurecht, ja, man, bei mir leckt es dann wirklich. Mhm. Ja. Da muss man dir recht geben, ja. Also, wir haben es geschafft, wir haben Futtermischung gehabt. So ist jetzt noch Minuten. Ich sag's mal so, Elster auf der Heide, Dach, schwierig. Dach? Achso. Dach. Johnny und Dach, oder? Johnny und Dach, du hast einmal was nachgeschaut. Es leckt, auf einmal war der Johnny auf dem Dach. Warum nicht? Nee, ich habe nichts nachgeschaut. Ich bin ganz normal gefahren und nach Ballen verladen. Ja, der Ball, das genauso Performance zielt. Ja, du, deswegen bin ich dabei gewesen, die wegzumachen. Die Missionsballen. Stimmt auch wieder. Ey, komm, wir haben 90.000 für Kühe. Das ja, reicht. Deswegen habe ich ja gesagt, da können wir uns ein paar kaufen. Ich glaube, für 15.000 lassen wir und das reicht nicht schon. Die lassen wir aber nicht liefern, oder? Nee. Na. Das wäre ja langweilig, wir müssen ein bisschen Spaß haben. Ich war mit beide, Mann.
Ja. Weißt du, immer eine Kuh hinten dran hängen, dann weide man mit der Schnur und dann let's go, Alter. Ey, ja, warum nicht? Und dann hat Ormis, oh Scheiße, da waren noch auf 400, ratsch! Oh Scheiße. Einfach ein bisschen. Mhm. Ah, die schleift scharf, was? Oh ja. Rippkuh. Hey, nee, du. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem für die heutige Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die immer fehlen darf. Ein Däumchen werden Träumchen und kostet auch kein Cent. Und den roten Knopf drauf werden, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard. Immer das 19er PIN-DEC zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.